Kommen wir zu den Produktmerkmalen. Ich erinnere nochmal, Produktmerkmale sind Eigenschaften eines Produkts, die eigentlich für die Bestellung nicht relevant sind. Sie beschreiben lediglich, welche Eigenschaften ein Produkt hat. Dies können Eigenschaften wie zum Beispiel Höhe, Breite sein oder Stoff bzw. Material, aus dem es besteht, oder technische Eigenschaften. Um eine neue Eigenschaft hinzuzufügen, gehe ich auf Neue Eigenschaft hinzufügen. Hier muss ich lediglich einen Namen eingeben, zum Beispiel Material. Nun muss ich der Eigenschaft verschiedene Werte hinzufügen. Dazu gehe ich auf Neuen Eigenschaftswert hinzufügen. Hier wähle ich Material aus und schreibe einen von vielen Werten, die dieses oder ähnliche Produkte haben können. Zum Beispiel Polyester. Du kannst weitere hinzufügen, indem du auf Speichern und Hinzufügen gehst. Ich füge noch eine weitere Eigenschaft hinzu. Wie du auch diesen den Produkten zuordnen kannst, zeige ich in dem Video, in dem ich dir zeige, wie du die Produkte verwaltest. Nachdem ich ein Beispiel angelegt habe, kann man hier sehen, wie das aussieht. Hier sind die Farben, in denen die Garne verfügbar sind. Und hier sind die Eigenschaften, die ich vorhin angelegt habe, wie Material, Polyester, Garnstärke, 6 mm. Das war's.